Gute Nachrichten. Grüne sinken in Wählergunst. Grüne nur noch bei 14% bundesweit. Berlin. Es war das Beste, was den Grünen passieren konnte. Neben dem Chaos und das Großbauprojekt in Stuttgart verhalf ihnen der Tsunami in Japan zu einem Reaktorunglück und damit auf den Sessel des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg bei der darauffolgenden Wahl im März 2011. Da half CDU und FDP auch das Herumlavieren beim Atomausstieg nichts mehr. Die Grünen ritten als Meinungsmacher und Gesinnungspolizisten auf einer Welle des Erfolges von Wahl zu Wahl. Bundesweit lagen sie im April 2011 bei 24% und waren drauf und dran, nicht nur im Südwesten, sondern auch bundesweit die SPD auf den dritten Platz zu verweisen. Der Trend wurde dann bei der Wahl in Berlin im September 2011 gestoppt. Hier kam die neue Konkurrenz, die Piratenpartei, zum Zuge und schaffte den Sprung auf die Abgeordnetensitze. Seitdem sind die Grünen Deutschlandabschaffer, zwar immer noch zweistellig, aber der Hype scheint zumindest bisweilen erledigt zu sein. So kommen die Grünen in der aktuellen Sonntagsfrage der Meinungsforschungsinstitutes MNIT nicht mehr, wie vor einem Jahr, auf 24, sondern nun auf 14%. Immer noch genug für die desaströse Politik der Meinungsmacher, aber dennoch ein kräftiger Dämpfer. Aufgefangen werden die Verluste offenbar von der CDU mit 36%, die SPD verweilt bei 28%. Die FDP liegt, wie schon seit über einem halben Jahr, deutlich unterhalb von 5%, bei nur 3 Prozentpunkten. Die Partei hatte auf den Gauck-Effekt spekuliert und sich deshalb gegen Angela Merkel bei der Suche eines Kandidaten für die Bundespräsidentschaft gestellt. Profitieren kann sie davon aber bislang nicht. Die Piraten stehen bei 8 und die kommunistische Linke bei 7%. Sonstige Parteien erreichen 4 Prozentpunkte.